Hier, da unten auch da. Der hat sich gerade durch die Tunnel da zu dem durchgearbeitet. And now, on with the show. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Röntgen von Feeding No Fish. Heute gibt es keinen Survival-Modus, heute gibt es nur eins, die Grinsekatze. Seit ich diesen Skin im Halloween-Event freigeschaltet habe, wollte ich den unbedingt spielen. Und ihr seid heute live mit dabei, wenn ich es das allererste Mal tue. Ja. So, was ist zu diesem schönen Tier zu sagen? Eine Kleinigkeit ist mir schon aufgefallen. Es ist ja ein Skin vom Catfish, aber schaut euch mal die Werte an. Der Catfish hat richtig viel Gesundheit und richtig viel Schaden. Die Grinsekatze nicht. 35 und 3. Die ist auch viel schneller als er, aber viel schwächer. Sie hat zwar die Devour-Fähigkeit, mit der man ja 50% größere Fische als normal verschlingen kann, aber insgesamt ist sie viel schwächer. Das könnte glatt eine kleine Herausforderung werden mit dieser Katze. Genug gequasselt. Los geht's. So, da bin ich. Hui. Ach, schön. Oh, ist die schnell. Die ist schnell. Die ist schnell. Die ist richtig schnell. Komm her, du kleiner Fisch. Lass dich angucken. Oh. Sehr schön. Ah, oh, sehr schön. Die Eier so schön. Wonderful. So, jetzt muss ich mir erstmal was zu fressen organisieren. Ich denke, so ein paar fette Karpfen sollen es sein. Au. Nein, alles meins. Alles meins. Ich will die Grinsekatze. Ich darf alles fressen. Auch dich, du kleiner, dicker Karpfen. Au. Warum stößt du mich weg? Ich wollte dich fressen. Oh, da hat man, glaube ich, gerade den neuen Fisch gesehen. Den Zander. Ja, es gab ja auch einen neuen Fisch mit dem Halloween-Update. Deswegen nenne ich es nicht nur Halloween-Event, sondern eigentlich Update, weil es gab neue Skins und auch einen neuen Fisch. Kommst du her? Kommst du her? Kommst du her? Lass du dich fressen? Eine Katze muss ihren täglichen Fisch fressen. Au! Oh, du bist ja so gemein. Du bist ja so ein gemeiner, kleiner, dicker Karpfen. Lass dich fressen. Wie lange der braucht? Wie lange ich hier brauche, um diesen doofen Karpfen zu fressen? Komm endlich in meinen Mund. Ja, endlich. Ich glaube, jetzt ist er hin. Jetzt ist er hin. Darf hier bloß nicht Muskellunge kommen und mir diesen Karpfen wegnehmen. So, ich hoffe, ich wachse schnell. Ich hoffe es wirklich. Ich möchte eine richtig große Grinsekatze sein. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Oh, lecker. Ach, sehr schön. Level 2. Komm mal her. Neo, komm her. So, wusch, wusch, halt, wusch, weg mit dir. Oh, die ist schnell, die ist richtig, richtig schnell. Das gefällt mir. Hey, dicke Krabbe, darf ich mal deinen Pommes anknabbern? Komm mal her, komm mal her. Ich frag mich bloß, es gibt ja jetzt noch einen anderen Catfish. Würde der mich verschlingen? Weil im Prinzip bin ich ja auch ein Catfish. Bloß viel kleiner und viel schwächer. Könnte der mich verschlingen? Komm her. Flup. Weg mit dir. Flup. Oh, oh, hallo. Was ist mit euch? Warum, ah ja, ich wollte schon sagen, warum kann ich euch nicht fressen? Warum kann ich euch nicht fressen? Komm her. Weg mit dir. Die sind schon etwas größer, deswegen. Nein, 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 nein. Oh, ein Arowana. Ein Arowana! Erwisch, du Arowana! Komm schon, komm in meinen Mund! Komm in meinen Mund! Grinsekatze hat Hunger! Arowana-Hunger! Komm her! Nein, 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 nein! Du kannst dich nicht wehren, du kannst dich nicht wehren! Versuch nicht zu fliehen! Versuch es einfach nicht! Ich habe irgendwie Lust, mal den Zander... Vergiss es, vergiss es! Was macht der denn hier? Was macht der denn hier? Da lasse ich den Arowana stehen. Das ist es mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert. Der würde mich verschlingen. Ja, komm mal her, du Kleiner. Komm.
baut das Level ab. Genau. Sehr schön. So, hier ist eine fette Krabbe. Sogar zwei fette Krabben. Da gönne ich mir mal eine. So, erstmal wieder Ruhe reinkommen lassen. Ach, diese Katze. Diese Katze! So, verschlingen. Müssen wir aufpassen. Irgendwo hier unten hockt ja in der Regel immer Catfish. Nicht, dass der mich auch mal zum Einbeißen findet. Weil so groß bin ich jetzt nicht. Bin wirklich eher Mittelmaß. Mittelmaß reicht nicht aus. Na ja, au. Hat mich gerade dieses... Ja, schubs ihn weg. Ich fresse euch doch eh alle. Wir wissen doch, wie es ausgeht. Ich fresse euch alle. Weg warst du. Oh, da ist Snakehead. Mit Snakehead halte ich mich noch ein bisschen fern. Der ist noch ein bisschen, glaube ich, zu gefährlich für mich. So, was haben wir hier unten? Ah, eine dicke Krabbe. Eine dicke Krabbe haben wir hier. Die gönne ich mir. Brauche erstmal eine gewisse Größe, damit ich diese ganzen Viecher im Ganzen schlurpsen kann. Und zwar schnell schlurpsen. Schnelles Schlurpsen. Hallo. Vor allem, sie schielt. Sie kann schielen. Sehr schön. Goldie. Goldie, lass dich fressen. Komm, eine Katze muss ihren Goldfisch fressen. Das ist Cartoon-Tradition. So, mehr mit der dicken Krabbe. Weil ihr Pelz, der wackelt auch so schön hin und her. So. Komm her, komm her. Lass dich fassen. Weg damit. Sehr gut. Wusch. Frag mich nur, ist Muskellunge noch da drüben? Ist Muskellunge noch hier? Nein, dich fasse ich auch mit auf. Weil rein theoretisch mit Karpfen könnte ich viel schneller wachsen. Nein, der Frosch war nicht mein Hauptziel. Der Raptor war es. Sonst muss ich zu den anderen Karpfen hin. Hier sind Barneos. Was haben wir hier? So ein Doofen. Der interessiert mich aber nicht so wirklich. Der interessiert mich auch nicht so. Ach, hau dich ab. Zack, erwischt. Was, du kannst mich immer noch wegschleudern. Ist das fies. Der kann mich immer noch wegschleudern. Ich muss nur mal da in der Ferne gucken, nicht, dass da ein Ali kommt oder so. Ah, so ganz wegschleudern kannst du mich nicht. Kriegt zwar ein bisschen Schaden, aber das reicht nicht aus. Bin jetzt schon mit Level 4 groß genug, dass ich so einen Karpfen schnell bändigen kann. Ja. Nö. Ne? Oh, ein dicker. Ja, da ist mein Kumpel. Ich möchte aber nicht zu ihm hin. Ich glaube, ich möchte nicht zu ihm hin. Ich habe die Befürchtung. Ich nehme erstmal diesen dicken Piranha, dass der mich verschlingen kann. Da habe ich irgendwie diese ekelhafte Befürchtung. Da muss ich erstmal ein bisschen wachsen. So, oh, ich bin so schön schnell. Ah. Du wolltest mich doch nicht hier gerade zur Muskellunge hinlotsen, oder? Awana? Wollen wir es mal versuchen wieder? Wollen wir es mal versuchen? Bisschen. Erwischt. Erwischt, erwischt. Da hinten. Da ist ein Zander. Zander. Weiß nicht, ob ich die als gefährlich einstufen sollte. Eigentlich nicht. Zander ist ein Jäger. Ja, aber der ist doch keine Muskellunge. So, Level up. Wir gucken mal. Wir gucken mal nach Herrn Zander.
Ja. Er ist ein Jäger. Aber er ist doch kein großer Jäger. Nein, das ist ein... Ich bin Futterjäger. So. Zanderfleisch, übrigens äußerst köstlich. Das ist ein leckerer Fisch. Schwer zu angeln, aber ey. So. Dicker Karpfen noch hinterher. Ja, langsam mache ich hier auch mal ordentlichen Schaden. 6 Schaden, das dauert nicht mehr so lange. Dann ist der Karpfen hin. Sehr gut. Ja, also ist der Zander jetzt auch immer in diesem Gebiet hier unterwegs, würde ich mal schätzen. Beim Totenschädel. Der wollte mir gerade... Ich glaube, der wollte mir gerade volle Kanne mein Futter wegfressen. Nö, nö, alles meins. Die sind so schnell. Es ist unglaublich. Ich bin selber schnell und die sind noch viel schneller. Ah, der Zander, der gönnt sich hier so ein paar Raptorfische. Aber nein, ich gönne mir Zander. Zack, zack, zack. Oh, so ein schönes Gesicht. Ah, herrlichst. So. Arowana. 9 Schaden am Arowana. Zack, zack. Ja, ich könnte vielleicht... Wie kannst du dich befreien? Wie kannst du dich befreien? Ich mache jedes Mal 9 Schaden. Du müsstest so gestunt sein. Ich könnte rein theoretisch mal probieren, ob ich inzwischen einen Ali anknabbern kann. Aber so ein guter Zander macht's auch. Ach, so ein guter Zander. Blub, blub. Blub. So. Also ein Dofer. Ich weiß gar nicht, warum das so aggressive Jäger geworden sind. Die sind so schwach. Habt ihr gerade Muskellunge gesehen? Oder die Größe vom Muskellunge gesehen? Dürften wir das mal besprechen, wie groß das Vieh ist? Der ist ja riesig. Wo ist er hin? Das ist ein Ali. Aber wo ist die Supermuskellunge hin? Da ist er. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Kannst du knicken, dass ich hier bleibe. Ich bin eine tolle kleine Katze. Und nicht Muskellungenfresser. Ach du Heilige, wie ist denn der so dick geworden? Oh boy, oh boy. Das wird eine Herausforderung, den noch zu killen. Muss mal hier unten gucken. Was es hier so an kleinen Fischis gibt. So in die Richtung Störe. Weil die geben auch nochmal gut Erfahrung. Bloß Muskelung ist viel zu groß geworden. Der hat garantiert ein, zweimal den Kettfisch gefressen. Da ist ein Stör. Da ist ein Stör. Komm, lass dich fressen. Lass dich fressen. Lass dich knacken. So. Und dann muss ich überlegen. Wie kriege ich Muskellunge kalt? Weil der ist zu groß. Der ist viel zu groß. So. Hier noch ein Stör. Davon ist noch ein Karpfen. Das ist gute Beute. Aber ich bin noch viel zu klein. Weil wenn sich Muskellunge an den ganzen Alis fett frisst, das wird gefährlich. So, ja, 12 Schaden, 12 Schaden, siehst du an. Keine Schnitte. Hier, das große Stück geht jetzt auch schon hinter. So, sehr gut. Ah, das ist ein Stör. Mist, ich kann ihn nicht im Ganzen fressen. Ich habe es mal ausprobiert. Ich dachte mir so, nein, vielleicht, oh, Fähigkeit, aber nein. Nein, 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 nein. Hat nicht ausgereicht. So, komm schon, knack ihn. Oh, die Musik. Eigentlich ist die Musik nie was Gutes. Dann kommt der nächste Stör. Ja, Stör braucht so lange. Braucht wirklich lange. Jedes Mal 10 Schaden und der hält gut was aus.
So. What? Nein. Ich muss mein Glück an Snakehead probieren. Ich muss sowas wie Snakehead etc. jetzt ab jetzt fressen. Weil den ganzen Kleinen, da wächst du nicht. Den ganzen Kleinen, da wächst du einfach nicht. Ich muss jetzt die Großen jagen. Hab ich den gerade im Ganzen gefressen? Hab ich gerade einen Karpfen im Ganzen gefressen? Können wir das nochmal testen? Das würde ja bedeuten, ja, ich kann den Arowana im Ganzen fressen. Nee, ich kann nicht jeden Karpfen hier im Ganzen fressen. Nee, da habe ich mich gerade verguckt, wie es scheint. Aber stehe kurz davor. So. Dagegen andere Muskellungen, ich glaube, das sollte gehen. Ja, ja, das geht. Das geht. Und die kleinen Muskellungen, die kriege ich. Bloß die großen nicht. Oder den einen großen nicht. Boah, wie konnte der so riesig werden? Ich hab da was losgelassen, Leute. Das muss man an diesem Müll liegen, der ja da unten schwimmt doch. Habt ihr gesehen? Da unten schwimmt doch. Der ist hier. Der ist volle Kanne hier. Erwischt, erwischt. Komm, lass dich fressen. Wenn der hier ist, der ist ja... Der ist beim Fass lang geschwommen, sonst wäre er nicht hier. Er muss beim Fass lang geschwommen sein, ja, ja. Jetzt wird's kritisch. Jetzt ist er nämlich im zweiten Karpfengebiet. Da gibt's auch dicke Karpfen. Da kann er sich fett fressen. So. Nein, euch nicht. Also übrigens gerade mein Brudi, der hier lang geschwommen ist. Habe ich das richtig gesehen? Ja, da vorne ist schwimmt er. Oh, 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 ey, ach, Spiel, nicht schon wieder. Nein, keine Fliegekatze. Ach, können Sie das nicht langsam mal, keine Ahnung, abschalten? Das nervt. Der kriegt manchmal diesen Rappel, dann kannst du den nicht mehr lenken, dann huscht er einfach über die ganze Map. Manchmal schießt er auch aus der Map raus. Das passiert auch gerne mal. Jetzt muss ich mich nur umgucken. Nicht, dass hier irgendwo Mr. Mega-Muskelung rumeiert. Meine 25 Schaden, das ist nichts. Den kriege ich so nicht klein. Kann nur hoffen, dass er irgendwo stuck bleibt. Oder aus irgendeinem anderen Grund stirbt. Denn wenn ich den anderen König Kettfisch nicht fressen kann, gibt es für mich auch keine Möglichkeit, schnell zu wachsen. Und das macht die Sache sehr, sehr kompliziert. Wenn ich kein... Hier, da unten hockt er. Der hat sich gerade durch die Tunnel da zu dem durchgearbeitet. So, Kampf im ganzen Fressen, sehr schön. Irgendwas muss ja mir einen Vorteil ergeben. Der ist zu dick. Dieser Kampf ist zu dick. Der hat ihn durch den Tunnel verfolgt. So ein fettes Vieh. Wie geht das? So. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo er ist. Was die Sache leicht kompliziert macht. Macht die Sache minimal leicht kompliziert. Ich meine, ich hole mir hier gut Level, aber das reicht nicht.
44 Schaden, das reicht bei weitem nicht. Der hat bestimmt über 1000 Energie. Da ist er. Meine Güte, wie kann das Vieh so fett werden? Wie kann das Vieh so fett werden? Ich wollte hier eine schöne Runde machen mit der Grinsekatze und dann kommt dieses Riesenfettvieh. Aber der kriegt halt immer wieder den Catfish und es gibt ordentlich Erfahrung. Und diesen Bonus kann ich, glaube ich, noch nicht haben. Ich könnte es mal ausprobieren, ob ich ihn attackieren kann. Aber ich denke eher nicht. So. Nee. Die ganzen anderen Fische fresse ich jetzt im Ganzen. Das ist schon mal sehr schön. Ich muss nicht mehr kauen, ich muss nicht mehr stehen bleiben. Wow, der ist aber groß. Der ist aber mal richtig groß. Unverhältnismäßig groß. So, 300. Bringt gegen Muskellunge gar nichts. Sag's, wie es ist. Wenn er mir begegnet, habe ich ein Problem. Wenn er mich jagt, habe ich ein Problem, besser gesagt. Der Zander. Der Zander. Meine Güte, noch ein Zander. Drei Zander. Das war denn sein Spawnpoint. Weg war er. Der dicke Zander war weg. Ja, ich kann nur probieren, aber ich... Ja, ich kann ihn attackieren. Sehr gut. Dann hätte ich eine Chance, indem ich jetzt ganz viele Catfish fresse. Und Snakehead. Dann muss ich jetzt richtig viele Catfish fressen. Dann könnte ich mich vielleicht mit ihm anlegen. So. Zack. Ich muss immer Catfish suchen. Das andere, das ist nur leckeres Beiwerk. Catfish, bist du hier? Wenn ich Marco sage, musst du Polo sagen. Marco! Marco! Komme ich hier eigentlich nicht aus der Höhle raus. Weil ich glaube, da hockt der dicke Vieh. Mein über 100 Schaden ist schon was, aber reicht bei dem nicht aus. Ihr müsstet durch einen engen Gang und ich müsste ihn von hinten attackieren, dann hätte ich vielleicht die Möglichkeit. Das ist halt das Problem an dem Spiel. Je größer du wirst, desto enormer steigt dir auch dein Schaden und deine Gesundheit. Anfang, da kriegst du ja so einen Multiplikator, der ist nichts wert. Aber je größer, desto höher ist der Multiplikator. Sehr riskant, hier lang zu schwimmen. Äußerst, äußerst riskant. Ja, ich bräuchte halt Catfish. Der Rest... Nee, der Rest bringt's nicht mehr. Die sind alle so schnell inzwischen. Naja, wahrscheinlich, weil ich eher so langsam geworden bin, aber wirken alle sehr, sehr schnell. Also hier vermute ich ihn nicht mehr, also den großen Jäger, weil ich glaube, das hier ist zu flach für den. Da hätte der keine Schnitte mehr. So, deswegen grase ich hier einfach mal die Karpfen ab, etc. Oh, ein Zander. Zander, komm mal her. Flup. Jedes Level zählt. 135 Schaden. Aber ich glaube, mit einem Biss bin ich trotzdem tot. Oder heftigst gestunt und fast tot. Bin mir nicht ganz sicher. Heftigst gestunt könnte auch der Fall sein. Nee? Oh ja, so kleines Werk hier. Die sind es aber alle nicht wert. Oh, hi. Wer verlangsamt mich hier? Wer beißt mich hier und verlangsamt mich? Das ist nicht nett. Wenn ihr also solche kleinen Piranhas verlangsamen könnt. Wir
irgendwann muss ich mich ja bei diesem Vieh stellen, das ist ja wohl klar. Aber das ist hier absolut kein Catfish mehr gibt. Spawnt er nur noch bei... Oh, hi. Ich sage, es gibt absolut keinen Catfish mehr, da kommt er in dem Moment. Gut. Ah, es gibt hier einfach keinen Catfish mehr. Ist er hier irgendwo? Nein. Ah, ich dachte, es klappt vielleicht. So. Aber ich bin schon riesig. Ich bin schon sehr, sehr riesig. Frag mich nur, wo ist das Riesenvieh hin? Na! Ja. Wo ist das Riesenvieh hin? Sobald man nachfragt, kommt's. Okay. Okay. Gegen den hast du einfach keine Schnitte. Ich sag's so, wie es ist. So eine Mutation, die gibt's selten, aber die gibt es. Der ist zu groß. Ein Biss. Ich war tot. Ein Biss. Und ich hatte hunderte von Energie. Irgendwann sind die zu groß, da hast du keine Schnitte mehr. Gut. Das war also, ja, die Grinsekatze. Schade, dass es kein gutes Ende genommen hat, aber wer hätte gedacht, dass ich hier auf Mr. Mega Muskelunge treffe. Na, wer hätte das gedacht? An dieser Stelle danke ich vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao!